Für uns, bevor Sie das auch gleich alle wissen wollen, ist mit dem Rücktritt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss nicht obsolet geworden, ganz im Gegenteil. Alle Fragen sind offen, vor allen Dingen, weil heute beim Statement von Frau Schulze-Vöcking kein einziges Wort zu, sagen wir mal, dem Eingestehen eigener Fehler kam. Es ist ja nicht eine kritische Selbstreflexion erfolgt, sondern sie sagte ja und hat das ja auch schriftlich nochmal vermerkt, alle Entscheidungen und alles, was sie getan hat, war so richtig. Das sehen wir natürlich anders und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Staatskanzlei erwarten wir jetzt auch endlich Aussagen darüber, ob sie die Öffentlichkeit getäuscht hat und ob sie die Öffentlichkeit bewusst getäuscht hat. Denn dieser Vorwurf steht im Raum. Die Staatskanzlei hat gesagt, es hat da einen Hackerangriff gegeben. So mussten es auch alle verstehen. Und auf dieser Grundlage haben wir natürlich auch unsere Solidaritätserklärung abgegeben. Und dann kommt eine ominöse Aussage, es hätten weitere Informationen dazu vorgelegen, um zu dieser Aussage zu kommen. Was sind das für weitere Informationen? Wir kennen sie nicht. Und auf welcher Grundlage kam es zu einer solchen, wie wir wissen ja, zu dem Zeitpunkt hätte sie nicht getroffen werden können, falschen Aussage. Wir erwarten morgen vom Ministerpräsidenten hier klare Aussagen. Jetzt liegt der Ball erstmal im Feld der Staatskanzlei und wir sind gespannt, wie der Ministerpräsident sich morgen dazu verhält.